Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tobias von Olfert & Co. und gemeinsam wollen wir uns heute einmal die wunderschöne neue Certina DS Action 300 Meter anschauen. Jetzt die verbesserte Variante oder die neue Variante mit Keramiklünette, Nivachrom-Spirale, Powermatic 80 Werk und allem anderen, was dazugehört. Wirklich ein klasse Diver, eigentlich der perfekte Diver unter 1000 Euro. Und ich würde sagen, das Modell schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, gehen auf die Eigenschaften der Uhr ein. Und falls ihr uns weiterhin dabei unterstützen wollt, dann vergesst bitte nicht, dem Video ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren und gerne auch eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So, vor uns sehen wir jetzt also die Box der Certina. Hier klassisch schwarz gehalten, vorne mit Certina Schriftzug und natürlich dem Schildkrötenpanzer mit DS-Symbol. Aber die Pappschachtel legen wir mal beiseite, das ist weniger interessant. Hier kommt die eigentliche Box zum Vorschein. Ebenfalls gleich beschriftet mit Certina Swiss Watches since 1888. Und der Certina DS-Panzer. Das Ganze ist wirklich hochwertig verarbeitet, schön massiv, ordentlich gemacht. Und darin verbirgt sich hier die wunderschöne neue Certina DS Action. Ein wirklich gelungenes Exemplar, einfach eine tolle Taucheruhr. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die mal ganz schnell zusammen an. So, jetzt haben wir das Modell einmal vor uns. Es geht wie gesagt um die Certina DS Action Powermatic 80 mit 300 Meter Wasserdichtigkeit. Das heißt, wir haben hier die neueste Ausführung, die jetzt hier im Frühjahr lanciert worden ist von Certina. Gibt es in verschiedenen Farbausführungen. Den Link zu der Uhr oder zu der gesamten Familie findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen auf die Eigenarten der Uhr ein. Wir haben ein wunderschönes, cleanes Zifferblatt hier mit Indexpunkten und entsprechenden Strich- oder Pfeilindexen auf 12, 3, 6 und 9 Uhr. Und das ist natürlich sehr schlicht gehalten, direkt als Diver zu erkennen. Darüber hinaus die wundervolle Drehlünette mit toller Rasterung. Jetzt auch hier bei der klassischen DS Action mit Keramik-Inlay. Das gibt der Uhr ein richtig hochwertiges Auftreten. Also alles in allem wirkt die wirklich unfassbar wertig. Preislich bewegen wir uns hier im Bereich von 880 Euro im UVP. Und was man dafür geboten bekommt, ist wirklich spitze. Da kann man wirklich nicht meckern. Eine tolle Verarbeitungsqualität bis ins Detail. Ein Edelstahlgehäuse hier mit einem Durchmesser von 43 mm. Und das ist hier schön matt gehalten, schön gebürstet. Ich hoffe, man kann vielleicht den Schliff sogar etwas sehen. Also wirklich super gearbeitet. Angestoßen dann hier auch ein dreireihiges Edelstahlband. Und münden tut das Band hier in die Faltschließe. Nicht wundern, hier ist jetzt noch eine Folie drauf, das sind keine Kratzer. Und die Faltschließe ist auch klasse gemacht. Wir haben hier zum einen natürlich die zwei Drücker, um die klassische Schließe zu öffnen. Man braucht bei einem Diver natürlich auch immer die Möglichkeit, den Umfang ein bisschen zu verlängern. Da haben wir eine integrierte Taucherverlängerung, die wir hier stufenlos, tatsächlich nahezu stufenlos verstellen können. Und dann auch für die Sommertage, wenn man mal merkt, ach Gott, ist doch ein bisschen dicker geworden der Arm, kann man da mal ganz schnell eine Stufe weitergehen, kann die Uhr wunderbar weitertragen. Und das ist schon echt schön. Also insgesamt muss man sagen, Certina hat hier wirklich alles integriert, alles reingebracht, was man braucht. Ein Antireflex-Saphirglas, die wunderschöne Keramik-Lünette, ein tolles Werk, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben hier das Powermatic 80 Kaliber verbaut, die aktuellste Variante mit Nivachrom-Spirale. Das heißt, das Werk ist tatsächlich sehr resistent oder resistenter gegenüber Magnetfelder und gegen Temperaturschwankungen, was natürlich den Gangwerten sehr zugute kommt. Und wenn man das jetzt alles einmal vergleicht, was man hier tatsächlich bekommt für 880 Euro, ein Diver mit Schweizer Qualität, das ist wirklich klasse. Da freuen wir uns wirklich drüber, was Certina hier rausgebracht hat. So, einstellen lässt sich natürlich auch butterweich.
Was auch schön ist, ist das Datum hier auf 3 Uhr. Ist quasi verlängernd den Strichindex zu 9 Uhr, also wirklich parallel aufgesetzt und passt natürlich dann optisch super ins Bild. Und hier auch bequem einstellbar. Also alles in allem wirklich klasse. Auch nochmal der innere Chapter-Ring zu sehen. Die Indexpunkte sind aufgesetzt, also es ist wirklich schön, eine gewisse Tiefe, die das Modell hier birgt. Also alles in allem wirklich Wahnsinn. Für mich oder für uns wirklich einer der besten Diver so in diesem Preissegment, wenn man sich die anderen Häuser anschaut. Ich meine, es gibt verschiedene Marken, die in diesem Preisbereich Diver-Uhren anbieten. Allerdings für diese Qualität, für das Werk, für alles, was hier verbaut ist, würde ich sagen, es ist wirklich einer der, wenn nicht der beste Diver in diesem Preisbereich. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Leuchtmasse an, denn wir verzichten hier natürlich auf gar nichts bei der Uhr. Wir haben hier Leuchtmasse auf den Indexpunkten und natürlich auch auf den Zeigern. Hier einmal mit UV-Licht simuliert. Schauen wir mal, ob das Ganze auch schon nachleuchtet. Jawohl, man kann es vielleicht so ein bisschen auf der Kamera bereits sehen. Also die leuchtet auf jeden Fall sehr gut nach, die Leuchtmasse. So, und in dem Zuge sage ich mal, schauen wir uns die Maße des Modells an. Und da kommen wir handgemessen auf 43,1 mm im Durchmesser. Eine Gehäusehöhe von lediglich 12,9 mm. Und was natürlich viele brennend interessiert, ist der Hornabstand. Und der liegt bei 50,4 mm. Ich würde sagen, in dem Zuge schauen wir uns einfach auch mal das Gewicht der Uhr an. Legen Sie hier einmal auf unsere Goldwaage und da kommen wir auf 203,17 Gramm. So, jetzt habe ich das Modell nochmal für euch angelegt. Ihr seht es jetzt wie immer an meinem Handgelenk hier von 18 bis 18,5 ungefähr im Umfang. Und ich finde, die trägt sich einfach Bombe, muss man so sagen. Ich kann es nicht anders formulieren gerade. Trägt sich super angenehm, liegt satt am Arm. Und optisch ein absolutes Highlight, hier klassisch in Schwarz gehalten. Falls euch noch andere Farben übrigens interessieren, vielleicht in Blau oder Grün oder natürlich eine der Bicolor-Varianten. Oder alternativ die Titan-Variante, lasst uns bitte wissen. Können wir gerne auch noch mal ein Video zu drehen. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback, was ihr generell von der Uhr haltet. Wir feiern sie auf jeden Fall sehr. Und die Frage ist, was ihr von der Uhr haltet. Stört euch irgendwas? Fehlt euch irgendwas? Eigentlich ist alles abgebildet, was eine gute Taucheruhr so benötigt. Und das tatsächlich zu einem guten Preis. Hier auch noch mal die Schließe, wenn wir das Ganze jetzt einfach mal kurz verlängern und schon haben wir da ein Element weitergeschoben und wenn es kälter wird oder der Arm wieder dünner, klickt man es eben zusammen und die Uhr sitzt wieder wunderbar. So, und damit sind wir leider auch schon am Ende von unserem Video zu der neuen Certina DS Action. Wir hoffen natürlich, die Uhr und vor allem das Video haben euch natürlich gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es uns bitte einfach in den Kommentaren wissen oder ruft uns an. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar von euch und über jeden neuen Abonnenten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.